musta täyti. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin. Ei ollut aika kyyneliin. Isä sanoi kestää se kuin mies. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan. Hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Sommercar. Gestern kam die letzte My Sommercar-Folge, leider nicht ganz nach Sendeplan. Eigentlich kommt ja immer Dienstag und Donnerstag eine My Sommercar-Folge. Leider war es diesen Dienstag zeitlich nicht möglich, daher habe ich die dann am Mittwoch euch gebracht und euch schon gestern ja angekündigt, dass die nächste heute kommen wird. Zwar etwas später, aber sie kommt auf jeden Fall. Des Weiteren habe ich in der Folge von gestern und auch auf meinem Discord euch angekündigt, dass heute Frage- und Antwortrunde hier in dieser My Sommercar Folge ist und ihr mir Fragen rund um My Sommercar zu mir und alles, was rund um YouTube, was in meinem Kanal angeht, stellen könnt. Und das habt ihr auch fleißig getan. Vielen Dank auch erstmal dafür. Und bevor es so richtig losgeht, möchte ich noch mich um meine, mach mal das Klo zu hier, um meine Bedürfnisse kümmern, außer die Müdigkeit, weil ich möchte, das hat man ja schon gestern in der Folge versucht, was ausprobieren, eine Erneuerung hier in, ach ne, wir haben ja gar keinen Durst, eine Erneuerung bei My Sommercar, die es geben soll. Und neben dieser Erneuerung habe ich erfahren, dass es jetzt auch Elche in diesem Spiel geben wird. Ich kann mich an eine Folge erinnern, was ich irgendwas im Wald laufen sehen habe. Ich aber nicht wirklich wusste, was das war. Und das schien ein Elch zu sein. Den können wir anfahren und sogar auch ja das Fleisch abschneiden. Keine Ahnung. Und mit diesem letzten Update können wir es auch sogar ja auf den Grill verwerten. So, was habe ich? Habe ich eigentlich irgendwas? Ach, hier, guck mal, was ich hier noch alles hab, ey. Stimmt ja, den ganzen Kill You. Den flacken wir jetzt erstmal hier hin. Kill You, Kill You, Kill You. Kill You. Die Packung Wurst, die würde ich erstmal mal hier hin. Zack, dann ist der Hunger auch weg. So, dann. Dorthin ist die Schmutzigkeit. Machen wir jetzt auch noch hier schnell. Und dann geht's los mit unserer Fragerunde. Mit euren Fragen. Zack. So, Müdigkeit ist weg. Zack. So. Werden sich wundern, was das für eine Musik ist. Das ist der Fernseher, wo ich kein Bild dazu habe, aber die Musik kommt. Da. Das schöne alte DDR-Bild. Ich freue mich. So. Gönnen wir uns noch ein Bierchen. Gönnen wir uns noch ein Bierchen. So, da wird die letzte Sau hier. Zack, hau weg. Was soll's, kostet ja kein Geld. Wir schwanken jetzt schon. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr zahlreiche Fragen gestellt habt. Und ich würde sagen, wir beginnen damit. Und ja, wenn euch das Video doch gefällt, dann lasst doch einen positiven Daumen nach oben da. Denkt dran, Support ist kein Mord. Jetzt brennen wir uns gleich die Folien wieder weg, weil der Stress müssen wir ja natürlich auch noch bekämpfen. Oh Mann, 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 Mann. So, los geht's mit der ersten Frage von Dennis Imroth. Der stellt, wie hast du das Update bekommen? Ja, das liegt einfach daran, dieses Beta-Experimentell. Das kannst du einstellen. Da gehst du einfach bei Steam in deine Spielebibliothek, machst Rechtsklick auf My Sommercar und dann gehst du auf Eigenschaften, recht da weiter oben, also diese Karte, da steht Betas und dann kannst du dort die Beta experimentell auswählen. Brauchst aber allerdings einen Zugangscode, den ich dir an dieser Stelle hier leider jetzt keinen mitteilen kann. Und ja, wenn du da einen Code hast, klickst du einfach auf Aktivieren und dann hast du ja die Vorupdates, bevor diese Updates überhaupt rauskommen. Das ist quasi wie so ein Test und das wird dementsprechend jetzt auch in diesem Fall sein. Deswegen wirst du auch dieses Update auch noch nicht haben. Das wird dann demnächst erscheinen für My Sommercar. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Die nächste Frage ist von
Guido Schmidtlin. Ich hoffe, das ist richtig so. Hallo, welche Version von Inventory Mod hast du? Diese Frage habe ich ja schon mal bei YouTube in den Kommentaren beantwortet, möchte ich aber gerne auch hier nochmal offiziell beantworten. Diese Inventory Mod seit diesem neuen Update, diesem Beta Experimentell Update, funktioniert diese Inventory Mod nicht. Ich habe alternativ, musste ja meine ganzen Mods rausnehmen, weil das ja übelst gestockt hatte. Entschuldigung, ich muss den Fernseher ausmachen, diese Musik. Das ist ja, ne, das ist ja schlimm. Wie gesagt, ich musste meine ganzen Mods rausnehmen, weil es gestockt hatte. Und habe dann Stück für Stück so ein paar Mods, wieder reingefügt. Und unter anderem funktioniert diese Inventory-Mod nicht. Das liegt auch an dem neuen Layout hier, an der neuen Anzeige, die wir auch hier oben links sehen. Und zum Beispiel, wenn ich diese Inventory-Mod einfüge, steht dann Money zweimal da überlappend und das fügt auch ja relativ Downweights an. Daher habe ich die rausgenommen, habe einiges probiert und die Carry-Mod Backpack Alternative Mod habe ich dafür gewendet. Die sieht wie gesagt so aus. Ist fast dasselbe, man kann 10 Sachen mitnehmen, nur die Bedienung ist etwas anders. Aufsammeln mit E bleibt gleich, ansonsten ja, den Rucksack öffnen ist diesmal mit X und Sachen rauspacken ist mit Y und schließen ist genauso wieder mit X. Ich hoffe, die Frage konnte ich auch wunderbar beantworten. Nächste Frage ist von, oh jetzt kommt's, kurzer kleinen Augenblick. Wir werden nämlich gerade langsam müde. Ah, doch nicht, okay. Ja, müssen wir im Auge behalten. Die nächste Frage ist von NFSGT World Titus. Dein Alter, Wohngegend bitte und dein Job wäre mal interessant. Ja, mein Alter, eigentlich redet man ja über Alters nicht, aber mich stört es nicht. Ich bin Baujahr 84, sprich ich bin 33 und komme aus dem schönen Sachsen, direkt aus der Landeshauptstadt Dresden und ja, es funktioniert. Wir schlafen nicht ein. Also die Neuerung ist lähmisch. Jetzt muss ich hier nochmal kurz unterbrechen. Ist lähmisch. Wenn die Augen zugehen, können wir nämlich mit der Maus hin und her wackeln und dann schlafen wir lähmisch nicht ein. Also das scheint wirklich zu funktionieren. Ja, und die Frage, dein Job wäre interessant. Ja, ich habe eine kleine Firma. Ich bin selbstständig in dem Bereich Dienstleistungen. Ich hoffe, die Frage konnte ich auch, jetzt bringt er da schon wieder, auch wunderbar zu eurer Zufriedenheit beantworten. Ja, schlafen wir ein. Es ist spannend. Herrlich. Die nächste Frage ist, komm, wir wackeln mal kurz. Jetzt wird nicht eingeschlafen, wir haben noch ein paar Fragen zu beantworten. Die nächste Frage ist von Honigkuchen79. Wie bist du dazu gekommen, My Summer Car zu spielen? Cooles Video. An dieser Stelle erstmal vielen Dank für dein Kompliment und für dein Lob. Freut mich sehr. Ja, wir blinkern wieder. Ja, ja, jetzt wird es schon hartnäckiger. Aber wir halten uns noch wach. Ja, da müssen wir einen kleinen Sprung machen. Nämlich vor einem Jahr, da lief ja das Projekt auch noch von GTA 5 LSPDFR. Und ja, ich bin eigentlich durch die Community von jemandem aus der Community, muss man sagen, dazugekommen. Nämlich von Kev Zock. Der hat mir nämlich unter den Kommentaren zum LSPDFR nämlich einen Kommentar abgegeben. Und zwar, spielst du vielleicht mal My Summer Car? Und da meine damalige Antwort war, als letztes denke ich mal auf jeden Fall. Daraufhin die Antwort, ich bin schon süchtig danach, was ich hiermit auf jeden Fall auch bestätigen kann. Und ja, dazu bin ich eigentlich gekommen, ich habe mir das mal angeguckt, habe das angetestet. Wie gesagt, ich bin eigentlich gar nicht so ein Autofreak. Aber ich kann das echt bestätigen, wenn man damit einmal angefangen hat, kann man irgendwie nicht aufhören. Man will immer mehr wissen, wie es was geht und hast hier gesehen und die Lösung finden. Und man freut sich natürlich, wenn man dann von selber ein Auto zusammengeschraubt hat, was dann auch noch fährt. So, diese Frage haben wir auch erfolgreich beantwortet. Jetzt kommen wir noch zu den Fragen aus dem Discord. Unter anderem wurde ich gefragt, wie bist du zu YouTube gekommen und warum? Sehr gute Frage. YouTube ist ja, gibt es ja schon, ach, keine Ahnung wie lange, mega lange gibt es das ja schon. Und
Ja, ich habe das eigentlich als nicht einschlafen. Ich rede doch noch. Ich mache eigentlich diese Videos, das habe ich schon noch mal in einigen Videos gesagt. Die Videos mache ich hier als Hobby, als Ausgleich für mich und natürlich auch für euch. Und habe gut vor 3 Jahren angefangen. Und ja, wie gesagt, jeder Mensch braucht ein Hobby und daher habe ich damit eigentlich angefangen, weil ich auch, wie gesagt, ich habe glaube mit LSPDFR habe ich angefangen und komm, jetzt lassen wir den mal einschlafen, vielleicht kriegen wir die Müdigkeit dann in den Griff. Jeder braucht ein Hobby als Ausgleich und ich habe gerne dieses LSPDFR gespielt und ja, da ist es da eigentlich dazu gekommen, dass ich dann damit angefangen habe mit YouTube. Nächste Frage ist, wann hast du mit YouTube angefangen? Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, 2015 habe ich angefangen und ich glaube jetzt im September sogar feiern wir dreijähriges Geburtstag meines Kanals. Anfang Mitte September 2015 habe ich mit YouTube angefangen. Und er blinkert immer noch. So, nächste Frage. Was findest du positiv und negativ an YouTube? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Positiv ist, die Community ist sehr groß, man hat eine große Reichweite und ja, das Feedback ist auch immer großartig. Ich kann mich nicht beschweren und es ist schön, wenn man so eine Community aufbaut. Und natürlich gibt es, was natürlich jetzt wieder negativ ist, gibt es immer irgendwelche Leute, die dann irgendwas negativ reden. Mein Kanal ist ja jetzt nicht gerade einer der größten. Und es gab auch schon mal Diskussionen wegen, ja, mit Geld verdienen, mit zu wenigen Abonnenten. Abgesehen von Geld verdienen tue ich ja nicht bei YouTube. Das liegt auch einfach mit an den Richtlinien von YouTube, zum Beispiel Monetarisierung. Ja, geht gar nicht von meinen Videos. Da muss man gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen, die ich hier definitiv nicht mache. Und ja, YouTube will sowieso größere YouTuber damit schützen, dass die ihr Geld verdienen. Zumindest stand das so mal in der Begründung ihrer E-Mail. Außerdem muss man das mal so sehen, bei so vielen Abonnenten, die mein Kanal hat, auch wenn man es mit Vergleichen von anderen nimmt, relativ ein kleiner Kanal ist, aber bei der Menge von Hunderten von Leuten, wenn man da mal ein Meet und Greet irgendwo machen würde, würde das doch relativ viel Platz in Anspruch nehmen. Ja, ansonsten, ja. Negatives gibt es jetzt eigentlich nicht wirklich so viel. Es gibt viel Mist in YouTube, was an Videos gibt, aber das braucht man jetzt hier nicht ausdiskutieren. Das soll jeder selber wissen. Und ja, ansonsten, sonst kann ich mich eigentlich jetzt nicht so beschweren, was YouTube angeht. Ansonsten ist eigentlich, was YouTube angeht, alles relativ positiv. Jetzt kommt hier eine relativ ja, private Frage. Bist du Single oder vergeben? Ja, ich bin Single. Punkt. Nächste Frage. Welche Mods hast du in My Sommercar? Und da, da geht's aber los. Das ist schon jetzt, wie gesagt, ich musste erstmal alle Mods raushauen. Und jetzt habe ich schon wieder ein paar mit dazu hinzugefügt, so rum. Und na, schaffst du es einzuschlafen? Na, er schafft es nicht. Er schafft es einfach nicht. Also, wir schlafen nicht mehr so schnell ein. Sehr schön. Was für eine Erneuerung. Okay, und zwar, welche Mods habe ich? Zu einer habe ich ja schon die Frage beantwortet. Als Ersatz für die Inventory-Mod, also für den Rucksack-Mod, habe ich die Carry More Backpack Alternative Mod. Das ist quasi, wie gesagt, der Rucksack. Könnt ihr hier unten links sehen, Backpack is empty. Dann natürlich die Cheatbox. Das ist diese hier. Dann habe ich eine Mod namens Close Pit. Das ist diese hier, kann ich euch mal zeigen. Nein, wir schlafen doch noch nicht ein. Ich dachte. So, Close Pit ist das einfach, dass dieser Gang hier geschlossen ist, dass man hier nicht immer runterfällt oder das Auto hier reinfällt. Das ist diese Mod von Close Pit. Grab Anything ist, das hat man auch schon mehrmals in unseren Folgen, das ist quasi diese hier, die uns erlaubt, zum Beispiel, wenn unser Auto auf dem Dach liegt, diese quasi wieder ja, hochzuheben und wieder richtig hinzustellen. Das heißt hier, wir können alles anheben. Das ist Grab
Anything. So. Enable, disable. So, ausmachen, sonst kann man das Spiel auch ganz schnell wieder kaputt machen. Dann habe ich den Gun 1911 Colt, also die Pistole 1911 Colt. Gleich gehen die Augen wieder zu. So, das ist diese hier. Diese Mod habe ich. So. Dann den My Summer Car No Clip. Das ist dieser, den man hier dann, wo man durch die Gegend schweben kann, durch die ganze Map hoch und runter mit schnell und mit langsam, kann man auch noch dementsprechend einstellen. So, weiter geht's. Was haben wir denn noch? Das Recovery House, das heißt, wenn mein Haus abbrennt, erscheint hier neben der Tür eine Liste und dann können wir gegen Bares dieses Haus wieder renovieren und in den Urzustand bringen. Dann die Showboard Size, das ist relativ hilfreich. Man hatte die ganzen Schrauben und wenn wir hier in der Schraubermodus sind, könnt ihr hier sehen die Größe für die Schraube, die wir benötigen. Und dann können wir die entsprechende Größe da bei unserem Ratschenset, wo ist mein Ratschenset? Da, im Ratschenset oder im Schraubenschlüsselset heraussuchen. Dann die Teleporting Plugin. Das heißt, wir können uns von hier aus, gleich wieder weg hier, sonst überfahren die uns wieder. Einmal Supermarkt, hier einmal zu unserem Werkstattfuzzi, Rennstrecke, dann hier zur My Summer Car Insel, dann hier unser neues gewonnenes Haus von Satana und dann wieder zurück nach Hause teleportieren. Und die Fistwatch, das ist die Handgelenksuhr. Diese hier. Das sind alle Mods, die ich hier installiert habe. Bis jetzt. Einige werden auch, denke ich mal, dazukommen. Ich würde gerne auch diese Mod wieder haben, wo das auf und zu ging. Weil das ist dauerhaft. Dauerhaft. Das ist jetzt auch nicht so schön. So. Also ich renne hier gleich gegen die Wand, bloß weil die Augen zugehen. Wir schlafen mal eine Runde. Dabei stelle ich schon mal die nächste Frage. Welche Projekte hast du am Laufen und welche Projekte sind geplant? So, wir sind also auf jeden Fall ausgeschlafen. Ja, welche Projekte habe ich am Laufen? Auf jeden Fall My Summer Car aktuell. Dann Jurassic World Evolution läuft aktuell. Kommt auch zwar nicht jeden Tag, aber fast. Dann gibt es GTA Online. Aktuell mit dem neuen After Hours DLC. Und Let's Play, Let's Try. Also wo ich verschiedene Spiele mal anzocke, euch mal zeige, um euch mal einen Eindruck zu den gewissen Spielen zu bringen. Ansonsten, was ist noch geplant? Auf jeden Fall wird es wieder LSPDFR-Folgen geben. Ich muss das bloß halt wieder alles erstmal neu aufbauen. Dann wird es auf jeden Fall wieder neue Folgen von GTA 5 LSRD Los Santos Rescue Division geben. Die Feuerwehr Notarzt Mod, so kann man das nennen. Also Sanitäter kann man da spielen und die Feuerwehr. Ja, und ansonsten wird es dem bald Red Dead Redemption 2 geben, wenn das Spiel veröffentlicht ist. Dann werden wir das uns auch einfach mal anschauen und ein paar Folgen davon machen. Das ist so, was aktuell geplant ist. Ich habe mir auch noch überlegt, mal einen Livestream zu machen. Das wurde auch von euch gefragt, wie es denn mal mit einem Livestream aussieht. Das Problem ist bei mir, aktuell die finanziellen und technischen Mittel dazu. Ich bräuchte einfach einen zweiten Monitor, den ich hier anschließen kann. Zwecks Überprüfung des Livestreams und auch des Chattes. Weil wenn ich hier spiele, sehe ich dann natürlich auf einem Monitor auch nicht den Livestream und auch nicht den Chat. So, damit habe ich soweit erstmal alle Fragen von euch beantwortet. Ich hoffe zur vollsten Zufriedenheit für euch. Wenn ihr natürlich noch weitere Fragen habt, könnt ihr diese gerne jederzeit stellen. Schreibt einfach in die Kommentare drunter oder einfach kommt auf meinem Discord und dann könnt ihr dort auch gerne eure Fragen stellen. So, an dieser Stelle kommt jetzt noch eine kleine Grußrunde. Und dann sind wir mit unserer kleinen Frage- und Antwortrunde auch am Ende. Und ja, an dieser Stelle geht es los mit der Grußrunde. Schöne Grüße gehen raus an Arne Farm,
an Honigkuchen 79, an Gamer TV, an Gaming King 196, an Colli TV Baum, an Cone LP, an Spielemax 103, an Tobi, an Dennis Imruf, an Guido Schmidtlin, an NFSGT World Titles, an David Schilder, an Zocker, an Uwe Posegel, an It's Marlon, an Mr. Project TLXXLT, an Wendex, an Zucker, an Chris Breuer, an Plantex, an Uwe Kneis. Weiter geht's. Schöne Grüße geht an Netrex, an Schillship, an Niedersachszock, an Felix, an Tinon, an Dr. Waschzie.de, an Kevzock, an Laxus, an Romuald vom Baro-Team. Schöne Grüße an dich. Schöne Grüße gehen auch an Jakob 22 Smuda, an Ben 003, an Martin, an Alexander Simon, an Unboxing Power, an Minecraft Gamer, an Turo TV, an Pascal Schein, an Marcel Davis, an Elmar Tico, an Niklas LP, an der Polski, an Topse LP, an, und das ist ein richtig schöner Name, Ich mag kuscheln. Sehr schön. Schöne Grüße an dich. An Robert, an LK Modellbau mit Doppel-L das Modell. Auch interessant. Schöne Grüße gehen an Marvbill 110, an Björn Kramer, an Freezer Wider, an Alexander, an Official Fabian, an Pascal Eder und an Zockers Zockt. Das waren die schönen Grüße. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich immer dran teilgenommen habt und an euer Feedback und an eure Tipps und Hilfestellung. Ich hoffe, das Ganze bleibt natürlich so. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Das war eine neue Folge von My Summer Car mit der Frage- und Antwortrunde. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meinen Antworten. Wie gesagt, habt ihr weitere Fragen oder auch Vorschläge, was wir so in My Summer Car machen können? Oder wenn ihr mal ein anderes Let's Play sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare und dann schauen wir weiter. An dieser Stelle bin ich raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.